Euer großer Wunsch und Wille, nachdem ich diesen Verbandkasten, den viele von uns kennen, einige lieben, viele auch nicht, mal unter die Lupe genommen habe und mal geguckt habe, was kann und was nicht, kommen wir heute mal zu dem Punkt, denn das war euer großer Wunsch und Wille, eine Alternative zum Kraftfahrzeugverbandkasten nach DIN. Da erstmal gleich einen vorweg, und das ist im Grunde schon die schlechte Nachricht, meine Damen und Herren. Ihr werdet für Kontrollen um einen DIN-Verbandkasten für euer Fahrzeug, für euer Kraftfahrzeug nicht drumherum kommen. Ganz egal, ob das für einen TÜV ist oder ob das für eine Verkehrskontrolle ist. Das war's auch schon mit den schlechten Nachrichten. Jetzt kommen wir zum, sagen wir mal, lustigen und zum besseren Teil des großen Ganzen. Das Video, wo ich das gute Stück auseinandernehme, gebe ich euch hier mal. Ich habe da so ein kleines Häufchen gemacht. Ich habe da ein bisschen was zu erklärt. Und dieses Häufchen, was ich da gemacht habe, also ich habe kein Häufchen auf meinen Tisch gemacht, das wäre unsachlich und ziemlich stinkend und sowas tue ich nicht. Was ich aber gemacht habe, ist, dass ich ein paar Sachen zur Seite gepackt habe, die tatsächlich durchaus etwas taugen. Und heute erweitern wir mal das Kit. Und ich erkläre noch ein bisschen was dazu, wie man sich so ein Kit fürs Kraftfahrzeug und nicht nur fürs Kraftfahrzeug zusammenstellt. Habt ihr Bock? Los geht's. Das, was wir hier jetzt sehen, das sind ein paar Kompressen in 10x10. Das ist was zum Händchen sauber machen. Das war auch in dem Verbandkasten drin. Es war ein Pflasterset drin und auch die Rettungsdecke. Es waren Vinylhandschuhe drin. Ich habe lieber welche aus Nitril in freundlich dezentem Schlumpftarn, also in Blau. Nein, keine schwarzen, nicht für Tacticool, denn auch Tacticool geht von den schwarzen weg, aus dem ganz einfachen Grund, dass du unter schlechten Sichtbedingungen stumpf starke Blutung einfach mal übersiehst bei der schnellen Erstuntersuchung. Und der wertvollste, wenn auch nicht der teuerste Gegenstand in so einem Pkw-Verbandkasten, die Schere. Denn damit können wir vieles veranstalten. First of all geht es erstmal darum, was ihr an Ausbildung, an Erfahrung, an Schulung und so weiter und so fort mitbringt, was ihr bis jetzt irgendwie an Schulung mitgemacht habt, was ihr erklärt gekriegt habt und so weiter und so fort. Rauf, runter, Leluf. Brauchen wir weiter gar nicht auskaspern. Wir packen heute mal ein paar sinnvolle Dinge dazu. Als allererstes nehmen wir mal eine Tasche. Diese Tasche muss nicht groß sein, diese Tasche ist relativ bunt. Denn einen schwarzen oder oliven Ziegelstein zwischen euren Sitzen oder irgendwo im Auto wird keine Sau finden, wenn ihr Hilfe braucht und euch nicht selber helfen könnt. Und selbst Persönlichkeiten, die in eurem Auto mitfahren und über eure örtlichen Sitten und Gebräuche im Laufe der ersten Hilfe nicht geschult oder zumindest mal aufgeklärt sind, werden das Material, womit sie helfen können, nicht finden. Also macht es praktisch und macht es so, dass die Menschheit auch sieht, womit sie es zu tun hat. Also, ich packe meine erste Hilfetasche und ich nehme mit. Es gehen hinein die Kompressen. Die werde ich mit als allererstes verwenden und verwenden müssen, aus dem ganz einfachen Grund, weil wir eventuell mal eine Blutung oder eine Verletzung uns mal etwas lauter angucken müssen. Dazu dürfen dann auch in genau dasselbe Fach für den medizinischen Ersteingriff ein paar Pflaster. Wunderschön wäre, um eine Auskühlung zu vermeiden, eine Rettungsdecke. Um notfalls ein Stück Gurtband aus dem Anschnallgurt rausschneiden zu können, wäre die Schere des Vertrauens, die wir auch sichtbar packen, hier hinten in die kleine Tasche
packe ich einmal zum Hände sauber machen und ich packe rein Pflaster. Das können wir noch ein bisschen anders gestalten. Dann packe ich die hier in diese Tasche rein. Mache die verschiedenen vorne und so zu. Fertig ist der lustige Lurch. Und wie ihr seht, habe ich da noch so viel Luft drin, dass da noch viel, viel mehr reinpasst. Jetzt müssen wir das Ding nicht unbedingt vollstopfen bis zum Tod umfallen. Aber was ich zum Beispiel noch reinpacken würde, gerade wenn ich mich damit auskenne, wäre eine Traumabandage. Entweder hier rein oder aber hier rein. Dann kann ich die Schere auch hier zu dem medizinischen Ersteingriff mit dazu packen. So. Wir machen es nochmal. Und wir haben immer noch unfassbar viel Platz da drin. Merkt ihr es? Da ist Luft drin. So. Diejenigen, die meinen Kanal schon etwas länger verfolgen, wissen es genau. Ich bin ein absoluter Fan und maßgebender Treiber von der Anwendung von Abbindesystemen und der Schulung an Laien. Das mache ich jetzt nicht nur zum Scherz, sondern das mache ich, weil wir da ein riesengroßes Problem haben. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel mit dem Anschnallgurt und der Schere so eine starke Blutung durch eine Abbindung zum Stehen kriegen wollen, haben wir den ganz großen Haken, das solltet ihr können. Das solltet ihr gezeigt gekriegt haben, das solltet ihr geübt haben. Und der Unterschied zwischen einem Anfänger und einem Profi ist, der Anfänger übt so lange, bis er es kann, der Profi übt das Ganze so lange, bis er es nicht mehr falsch machen kann. Und da ist das hüpfende Komma. Da haben wir nämlich das Problem, dass wir in einer Ausnahmesituation, wo wir diese Blutung zum Stehen kriegen müssen, und das ist eine Ausnahmesituation, versprochen. Wir haben hier drin Material, mit dem das geht. Das geht nämlich zum Beispiel mit der Rettungsdecke. Wenn wir dafür jetzt aber die Rettungsdecke verwenden, haben wir das ganz große Problem, Todesursache Nummer 2 bei traumatischen Ereignissen aller Art, ist die Unterkühlung. Dann macht sowas hier durchaus schon Sinn. Ja, das ist eine Investition und das sehe ich auch ein. Aber Leute, und das sage ich auch ganz klar und klipp, lieber einmal Geld ausgeben und dafür sicher gehen, dass ich das Richtige gekauft habe. Und dann klappt es nämlich auch mit dem Erste-Hilfe-Kit. Und dann klappt es nicht nur mit dem Erste-Hilfe-Kit, sondern dann klappt es auch mit dem Leben retten. Nochmal, dieses Ding in Schwarz wird bei euch im Rucksack oder wo auch immer, ihr seht, das ist nicht wirklich groß. Da ist alles drin, was ihr braucht. Ihr habt immer noch Luft für persönliche Medikamente, für ein Asthmaspray, für Migränetabletten, für what the Schmeckefuchs auch immer. Es ist wirklich alles drin, was ihr für den Erstangriff braucht. Und eigentlich sogar noch viel, viel mehr. That's it. Das packt ihr jetzt bitte so in eurem Fahrzeug, nach Möglichkeit zwischen die Sitze, dass dieses Täschchen jeder aus jeder Position greifen kann. Wenn ihr einen Omnibus habt, wird das ein bisschen schwierig, das gebe ich zu. Der gemeine sterbliche Rest von uns fährt aber in der Regel und meistens an anderen Tagen irgendwas an PKW oder PKW-ähnlichem. Das Ding zwischen die Vordersitze nach Möglichkeit so, dass du es sehen kannst. Was man hier zum Beispiel noch drauf machen kann, ist Klettverschluss, ein Haken-Flauschband. Einen auf die Mittelkonsole, einen hier rauf, packst du rauf und tschüss. Nochmal, liebe Liebenden, ihr werdet um einen DIN-Verbandkasten für Kontrollen
ganz egal ob TÜV oder Polizeikontrolle, nicht drumherum kommen. Was ihr aber sehr wohl machen könnt, ist, dass ihr ein Erste-Hilfe-Kit kauft. Und das ist, ich will jetzt nicht sagen Deko, ich will es jetzt nicht schlechter machen, als es ist, aber es ist nun mal ungefähr so sinnvoll wie ein Knopf am Kniegelenk. Das muss man mal ganz ehrlich dazu sagen. Dieses Ding muss nicht wirklich teuer sein, es muss vor allem für die Kontrollen, und dann packt ihr es bitte dahin, wo der Kfz-Hersteller es vorgesehen hat. Meistens irgendwo in Richtung Kofferraum, irgendwo, wenn vorhanden, Notrad oder Reserverad oder noch schlimmer drunter. Doch, es gibt tatsächlich Kfz-Hersteller, die haben es genau da vorgesehen. Halte ich mich raus, halte ich meinen raus, ne, so im Namen des Weltfriedens. Das ist das Material, mit dem wir unsere Familien lossegeln lassen. Mit dem wir lossegeln. Um ein Leben zu retten, musst du nicht zwanghaft Medizin studiert haben und du musst auch nicht ein derartiges Spielmobil mit haben. Eine gescheite Erste-Hilfe-Ausbildung, gescheite Schulung und einfach mal 10 Minuten Zeit investieren in: Was sind meine Grundbedürfnisse? Womit kann ich umgehen? Was kriege ich selber gehandelt? Und dann klappt es auch mit der ersten Hilfe. Kinders, mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Denkt bitte dran, es gibt nichts, was mehr Adrenalin ausschüttet, als einem anderen Menschen das Leben zu retten. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks. Woohoo!